Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück mit Viktoria 3 und Österreich. Unserem kleinen konservativen Run zur Unterdrückung der Menschen im Osten Österreichs, also in diesem Bereich. Bin gerade drauf gekommen. Wir sind mit unserem Chemical Plant fertig, was ich gut finde. Und wir erzeugen jetzt auch Explosives. Interessanterweise ist der Preis gar nicht so hoch. Und ich nehme an, das liegt hauptsächlich daran, dass wir Explosives ja importieren. Das heißt, wir werden jetzt vielleicht, okay, mal raus, wenn die nicht profitabel sind. Das heißt, von X jetzt mal rufen. Auf jeden Fall mal die Briefe, weil die ist eh nicht sonderlich profitabel. Dann sollte das auch eigen. Dann schauen wir mal, wie wir das mit der Munition machen. Da haben wir. Warte mal. Wir importieren das, aber das ist nicht. Andere schicken das zu uns. Nein, die kaufen unser Dings, die kaufen unsere Munition. Arr. Okay, gut. Das könnte auch erklären, warum unsere Munition so teuer ist. Nein, Munition wird für unseren Markt produziert, Freunde. Wie ist das mit die Munitionsfabriken, die wir haben, brauchen wir nämlich Explosives. Deswegen habe ich jetzt auch das Chemical Plant gebraucht. Vielleicht bauen wir dann auch gleich ein zweites, sicherheitshalber. Ja, wir wollen möglichst sein. Markt, was das betrifft. Das ist aber doof. Ja, die machen keinen Gewinn derzeit. Machten keinen Gewinn derzeit, weil sie so teuer waren. Keine Ahnung. Das kann nicht das fünftbeste Munitionsplant bei uns sein und das 3977. in der Welt. ja, wollen's nicht. Wir wollen das nicht. Wir machen 100 Munition. Wie viel Munition brauchen wir? Also, nein, ich gehe zurück. 100 Munition. Wie viel Munition brauchen wir? Kann ich nicht die Information von der Munition sehen? Da. Wir brauchen keine Munition. Wie kann das sein? Achso, weil das ein Interview ist. Gut. 84 Munition wird abgebrochen von Barracks 17. Und zwar die italienischen. Wie wir gesagt haben, die italienischen sind unsere Landeeinheit. Ausgezeichnet. Na gut, dann würde ich fast sagen, wir machen jetzt als nächstes die. Das sind die, die uns beschützen im Fall eines Aufstands. Militär. So, du, Mr. Radetzky. Was hast du für. Wir machen Skirmish Infantry draus. Skirmish Infantry draus. Und Skirmish Infantry. Das auch verbessern? Nein. Das verbessern? Nö. Dann können wir Radfahrer. Das verbessern? Nö. Das verbessern? Da ist im Übrigen das Problem, von dem ich habe. Deswegen ich Ägypten angreifen möchte. Gut, passt. So, Check 1. Und jetzt.
Auch du machst Skirmish. Passt. Wieso bin da jetzt zwei übrig? Du bist eigentlich auch schon drauf, oder? 61. Und der Radetzky ist 81. Na gut. Ja, dann. Warten wir mal, bis einer von euch geworden ist. So, das waren die. Warte mal. So, die 67, so stehen die da oben und eigentlich in Jub. Du machst mich warm. Wo stehst du da? Könntest du bitte zurück nach Hause gehen? Gut. Cool. Wenn wir vielleicht auch ausbilden, weil der Typ ist relativ gut im Angriff. Cruel, Expert. Wrathful, das sind alles Bonus-Boni, die im Angriff helfen. Das heißt auch du, stärkeren Druck. So, dann schauen wir an, wie es mit der Munition ausschaut. Ob wir genügend Munition haben. Mark. Munition. Ah ja, plus 48. Werden auch die ganzen Trades, die wir haben, nehme ich mal an. Ja, die werden jetzt schwächer, weil wir brauchen für unsere Barracks 116. Also wir brauchen mehr für unsere Barracks, als wir in den eigenen Munitionsplans brauchen. Schauen wir mal. Hydraulic Crave. Ah, plus 1 Port. Gar nicht mal so unwichtig. Machen wir dich Holzer, oder? Machen wir noch eins dazu. Explosives brauchen wir derzeit 50, das heißt danach bräuchten wir 60. Chemical Plant, wie viel hältst du her? Okay. Aber ich weiß schon warum, weil ein Mensch braucht Förderung. Also ich würde ganz gern besser Explosives produzieren. Das geht aber noch nicht. Ammonium Sodium Process. Das braucht Nitroglycerin. Okay, passt. Erst wir müssen Nitroglycerin ja vor. Nächstes. Recht nah. Von Nitroglycerin können wir dann gleich zur Dynamit. So, bis dahin müssen wir halt, ja, vielleicht müssen wir, das ist eine Möglichkeit, wir könnten, weil Fertilizer sind offensichtlich sehr, sehr günstig, wir könnten Fertilizer exportieren. Wer das noch glaubt, nach Bayern, vielleicht würden sie dann unseren Markt anschließen, wenn sie sehen, was wir haben. Wir wollen ja, dass Bayern wird. Minus 9. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. So.
So, schauen wir mal. Die aus. Ja, nicht aus. Aus. Irgendwas, was glaube ich noch nicht. Nubien, glaube ich, immer noch nicht. Aus. Ihr kriegt kein Food in Essen. Einfach, weil wir essen. Und das die Leute glücklich macht. Essen nämlich. Exports for England Market wieder dann fit. Okay, warte mal, Engines müssen wir also auch exportieren. Beziehungsweise mehr Engines produzieren, gell? Wo haben wir die da? Motor Industry. Mehr Motoren. Und, na dann, machen wir doch glauben. Exportieren Engines. Schon ist der Engine. Oder auch nicht. Ja, 50%. Das braucht viel. Wir könnten natürlich also 64 sogar schon. Oh. Tja, das. Aber das stimmt nicht. Nicht 50%. 64. Ach so, warte mal. Aber 64 ist nicht die Hälfte von 3 Orders. Ich hinterfrage das nicht. Wir haben es geschafft. So. Railways bauen wir so auch schon aus. Da ich, weil. Nein, dann nicht. Da wo ich es brauche, brauche ich es nicht aus. Schauen wir mal. Die letzten Railways sind so viele in der Liste, dass wir schon zwei Seiten haben. Gut. Die letzten Railways sind die von der Steiermark. Mit Alt, glaube ich. Ja, mit Alt was. Wir sind die bauen wir die als erstes auf, weil, ja, da haben wir gerade ein Minus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Freunde. Ripening unlocked. Okay. Wir können die Arms Industries effizienter machen. Gut. Haben wir gesagt, machen wir als nächstes nicht. Okay. Einfach deshalb, weil wir verbessern wollten. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe nur gemerkt, wie Glycerin brauchen wir. So, schauen wir mal, was passieren würde, wenn wir unsere Arms Industry. Rifles, was brauchen wir dann? Wir brauchen weniger Eisen oder mehr Tools und mehr Steel. Vielleicht nicht ganz so. Was da? Dort, wo wir schon mehr Artillerie herstellen, auch insgesamt mehr Firearms. Ich glaube, da wird dann auch mehr Artillerie. Machen wir das mal. Das sollte die Munition, die Dings wieder machen. Munition ist.
Wir sollten vielleicht auch einfach oder hier zumindest diese Technologie machen. Brauchen wir auch mehr Stahl. Bist du. Okay, wir brauchen mehr Stahlwerke. Stahlwerke. Mähwerke. Auf mehr Umsetzung. Oh, Rifling was successfully. Da gab es offensichtlich noch irgendwas. Modernizing the Arsenal. A change in large scale production from smooth or muskets to rifles in the arms industries in Lombardy has ushered in a new era of small arms production in Austria. The Milan Arsenal shall be famed throughout the world. Okay, was bringt das? Plus 20% Arms Industries in der Lombardei. Und plus 20% Migration Attraction. Oh, ja, okay. War jetzt nicht unbedingt dort. Obwohl, Migration dorthin würde dazu führen, dass die Leute zu Deutschen werden und das wird wiederum die norditalienische Mehrheit dort in den Hintergrund bringen. Also ganz so ist es natürlich. Oder Austria shall be at the forefront of military invasion. Wir kriegen Forschungspunkte und die Lombardei gets plus 5% industrial buildings, building throughput und plus 10% migration attraction. So ist das. Weil da ist die gesamte Industrie, oh, Arms Industry. Okay, gut. Das macht die Arms Industry zwar nur weniger stark. Ja, wir nehmen das natürlich. Ich nehme mal an, Repeat ist das, was nach Rifers kommt. Ja. Was macht das eigentlich noch? Kann man noch bessere? Na, macht nichts besser in den Truppenkörper selbst. Macht unsere Arms Industry effizienter. So, wie ist das? Das bleibt stabil dunkelrot. Finde ich gut. Oh Gott. 7,5 Millionen Radikale. Naja, gut. Solange sie nicht revoltieren, ist es okay. 48. Grün ist vielleicht weniger stark als das Rot. Und nur bei uns in Österreich gut. Na gut. Bei Martin interessanterweise auch. Warum? Gibt es so viele Österreicher? Ein Serber, Italiener, keine Süddeutsche. Wir müssen das nicht hinterfragen, warum es hier mehr Royalisten gibt als andere. Wir können uns nochmal die Culture Card anschauen. South German, halt in Österreich. Da sind überall schon auch relativ viele Süddeutsche. So gesehen passt das schon da zum Beispiel. Das ist die Hälfte der Bevölkerung in Österreich. Auch fast die Hälfte. Die da sind sehr österreichisch geprägt. Ist aber kein nicht mehr ganz so. Sind vor allem Ungarn. Das heißt, du ja auch nicht in Indien. Ja gut, da gibt's Leute. Asien. Slowenien. Schauen wir mal.
langsam auf alles. Da haben wir 6000. Werden die integriert? Nö, schon nicht. Ich weiß nicht, nach welchem System die Dinger integriert werden. Ich glaube, Hauptkulturen. So, die Hauptkulturen werden nicht integriert in den jeweiligen Gebieten. Das heißt, in Böhmen, wo wir South German und Czech haben, werden die beiden nicht verändert durch Assimilation. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Clarks, gibt es keinen nicht South German Clarks, okay. Rest, davon soll es mehr geben. Wenn ich da jetzt Tschechen, Süddeutsche, Aschkenazen. Werden aber auch nicht integriert, assimiliert. Verstehe ich nicht. Weil in Wirklichkeit müssten die assimiliert werden nach dem System. Oder sind die da drauf? Oder haben die irgendwie. Das Aschkenasi ein ganz anderer Trade wiederum, weil. Das ist die jüdische Bevölkerung quasi. Vielleicht wird die Kultur ganz anders gehandhabt, was weiß ich. Auch irgendwelche Leute, die von ganz woanders sind. Polen zum Beispiel. Gibt es da Polen auch? Officers. Shopkeepers. Ein Peasant. Schauen. Was sind die besten? Das sind halt riesige tschechische Peasants. Die werden nicht österreichisch, oder? Nö. South German Peasants gibt's praktisch keine. Das ist lustig. Irgendein anderes Gebiet, mal Kroatien, sagen wir da, Kroatisch und Serbisch wird nicht, sind die Homelands von Kroatisch und Serbisch, gut. Jetzt schauen wir mal. Serben, Ungarn, da haben wir Ungarn zum Beispiel, werden die integriert? Nein. Wieso nicht? Wir haben, ich verstehe das nicht, meine Institution sagt, wir haben eine plus 37,5% Assimilationsrate. Okay, wenn die Assimilationsrate natürlich 0 ist, bringen die plus 37,5 natürlich nichts. Aber eigentlich dachte ich schon, dass diese Leute assimiliert werden. Aber offensichtlich. Im anderen Run, den ich hatte, sind die urstark assimiliert worden, viele von denen, obwohl ich da viel liberaler gespielt habe. Und ich keine Assimilationsraten da bei der Education hatte. Jetzt verstehe ich's. Da steht's eh. Ach Gott, bitte, könntest du es lassen? Hallo? Bin ich da? Da steht sie, foreign pops, whose culture is accepted in the country they live and who do not live in the one of their homelands. Sie müssen accepted sein, damit sie assimiliert werden können. Dream on. Dazu müssten wir, glaube ich, welche Laws bräuchten wir dafür? Multiculturalism, glaube ich. Cultural Exclusion, was macht das? Cultural Exclusion
würde alle akzeptieren, die zumindest ein Cultural Trait mit der Primary Culture haben. Oder mit den akzeptierten Primary Cultures. Das wäre in unserem Fall South German. So. South German. Cultural Traits. German Speaking and European Heritage. European Heritage sind quasi alle da, außer einige. Ich glaube, Ashkenaz ist nicht European, aber bin mir nicht sicher. Okay, wir bräuchten sie zu integrieren, also hier zumindest Cultural Exclusion. A heritage cultural trait with any primary culture in their country. Okay, jetzt muss ich herausfinden, was ist ein heritage cultural trait. Type of cultural trait that specifies the general region of the world where the culture originated. Certain citizenship laws. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wo ist, wo der Unterschied da ist. Aber muss nur ein Trait gemeinsam sein. With any primary cultures, okay. Na, auch with any primary cultures in their country. Aber ich meine, nichts für ungut, aber... Ich meine, das sind alle European Heritage. Okay, das ist natürlich, ist wahrscheinlich dann relevant, wenn du viel Kolonien hast. Okay, das heißt, für dieses ungarische Ding würde wahrscheinlich sogar schon das Racial Segregation erreichen. Ja, nein, was tust du? Geh weg. Na, okay, gut. Gut zu wissen. Man muss es ja nicht verstehen. Increasing Export Value. Das Engines in Offline Market. Was? Was? Das andere ist fertig gewesen. Das ist interessant. Dass der Export Value von den Engines ist noch gar nicht erreicht. Aber hat er das nicht gerade vorhin gesagt? Naja, gut. Was haben wir denn da noch? Matter of Hungary, gut, urbanized. Können wir vergessen, dass es irgendwann einmal wird das schon stattfinden, aber noch lange nicht. Das ebenfalls branching out. Has motor industries, has railway und was noch? More than 20% eligible buildings. At least one of these has activated rail transportation. Ah, das sind die. Kann ich das schon haben? Quasi U-Bahnen. Urban Center. Public? Nein. State-run Churches oder Free Churches? Was machen Free Churches? Mehr Clerks, weniger Clergymen? Wollen wir mehr Clerks und weniger Clergymen? Nein, eigentlich nicht. Aber wir werden keine Public Trams machen, wenn wir dann mehr Transportation brauchen. Nur. Gas Street. Bringt mehr Services. Cool, passt. Machen wir. Aber das ist nicht das. Das ist nicht das, was da steht. Sondern
Has activated rail transportation. Ah, ich weiß schon, was das bedeutet. Das ist, warte mal, da bei den Iron Mines. Das braucht auch mehr Rail Transportation. Na, kann nicht machen. Noch nicht. Dazu brauchen wir mehr Railroads und der Transportationspreis. Sein, der ist jetzt bei plus 2%. Wir brauchen viel mehr Railroads. Bevor wir das machen können. Bevor wir das umsetzen können. Da haben wir immerhin eine Railroad mal. Da sind auch noch welche gequeued. Schauen wir mal, wie es nach denen ist. Und was dann machen. Machen wir weiter. So, wie ist das? Jetzt haben wir es noch immer bei 51%. Wir werden keine Kasernen umstellen. Wieso haben wir da 21 Units? Kann doch gar nicht sein, wie viele Barracks haben wir hier? 10? Da haben wir 15 sogar. Okay, heißt das, du kannst nur 20 machen? Willst du mir das damit sagen? Du kannst nur 20 halten. Was ist mit den restlichen? Warte mal, Mobile. Ich kann ein Mobile, weil es ein. Gar nicht mit. Jetzt haben wir es an. Okay. Was ist das für ein Konflikt? Oh, super. Worum geht's? Jagate Tuscany. Ach Gott, ich hasse euch so sehr. Und wir sind sogar schon drinnen wegen Defense Act, ne? Du Vollkoffer bei der Sizilien. Kannst du nicht einfach so tun, als würdest du alles beim Alten lassen wollen? Muss ich möglicherweise einen Krieg mit dir führen? Man stellt sich vor, Russland kommt auf eure Seite. Aus einem mir... Ach Gott. Na gut. Gut. Wieso kannst du nur 21 leiten? Hast du irgendwas bei dir anders geworden jetzt? Dass du nur weniger führen kannst? Promoten ihn noch. Das sollte eigentlich 30. Ja. Wieso habe ich da eigentlich 2 drinnen? Das verstehe ich auch nicht ganz. Den. Ach, der Aristokraten, den kann ich nicht einfach entlassen. Den kann ich auch nicht entlassen, weil er auch ein Aristokrat ist. Na super. Ihr wisst ja was? Ihr Mobilität. Und aus. Radetzky. Wo der Hammer hängt. Du machst mir auf Verteidigung. Du Expert Offensive und Expert Artillery Commander. Gar nicht recht. Du wartest, weil der Typ hier geht einmal auf Stand 3. Ja, ist das bei gut. So
Du hast du 21 von 30 nur. Wo liegt dein Problem? Wieso bist du aus dem Irre? Wieso haben wir einen irischen General? Muss ich das verstehen? Was ist mit dir? Was ist mit du? Du bist Franzose? Müssen wir schon Österreicher. Du auch passt. Was mit dir? Auch Österreicher. Du? Auch Österreicher. Passt. Auch Österreicher. Passt. Gut. Glaube, ich werde aber trotzdem einen von diesen Admirälen entfernen. Nämlich wahrscheinlich den Älteren. Du bist 45, kannst aber nicht allzu viel. Ich hoffe, der andere ist jünger als du. Nein, der ist jünger als du. Aber der kann viel mehr. Andere. Dockyard, also minus 25% Supply. Das klingt gut. Und meticulous. Weißt du was? Wir werden trotzdem einen Zorb, weil der ist einfach. Du bist aber schon zu alt. Ja, dann mögen sie uns halt nicht. Was soll's? Ich bin mir eh nicht sicher, wie wir auf ihre Punkte kommen. So, du. Was jetzt? Gut, passt. Wisst ihr was? Wir gehen auf Stufe zurück, sicherheitshalber, bevor ich irgendwann. Kann sein, dass wir da schon wieder auf Minute 162 sind. Ah, die Aristokraten mögen uns nicht mehr, genau. Chemical Bleaching. Bone China for Glassworks. Okay. Paper Bleaching for Paper Mills. Das ist auch gut, aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so gut, weil die da ist. Haben wir nicht. Domestication. Ist okay. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück backen sie aus, weil ich viel, viel stärker bin als sie. Aber ich fürchte, dieses Glück werden wir nicht haben. Könntest du vielleicht noch irgendwas verlangen, Toskana? Das wäre supi. Wäre wirklich, wirklich toll. So, und ich verstehe nicht, warum du nur 21 Soldaten hast. Was ist mit den restlichen? Ah, liegt es daran, weil wir zu wenig Munition haben? Das könnte tatsächlich sein. Okay. Ich wusste das, dass das ein Problem sein könnte. So, erstes bauen wir mal mehr Munition. Ja, wir bauen sogar noch mehr. Passt. Gehen wir mal daher und schauen wir mal. Ich meine, das ist natürlich nur eine Langzeitsache. Die bringt uns jetzt noch gar nichts. Jetzt hauen wir mal ganz rauf. Das sind 30. Dann machen wir Folgendes. Hallo Markt. Hallo Munition. Hallo Importrouten. Frankreich. Was? Großbritannien. Gott, das ist ja so lächerlich. Oh, wir haben keine Konvois mehr. Finde ich gut. Sehr gut. Aber jetzt haben wir keinen Mangel mehr und jetzt sollten das dann 19 sein, oder?
Bitte sagen wir, dass wieder noch, dass die volle Menge ist. Oder auch nicht. Vielleicht kommt wieder die volle Menge ist. So, meine Erfahrung aus den letzten Spielen ist, dass wir hier in Apulien anlanden sollten. Das ist der beste Platz, um gegen beide Sizilien vorzugehen. A government's friendly relationship with two Sicilies, an infamous country with a terrible reputation, has been the subject of sharp criticism and strong rhetoric from leading opposition candidates. Ja, ja. Perhaps a speaker from irgendwas has his points. Warte mal, die Liberalen würden dadurch stärker werden? Forget it. Government distances itself from two Sicilies, the constitutional party's argument will be undercut. Ja, das machen wir jetzt mal. Die können mich nämlich gern haben. Ich bin so freundlich zu ihnen. Biete ihnen alles an, was sie brauchen. Machen sie so einen Scheiß. Keiner mag euch. Könntet ihr bitte mehr verlangen? Zum Beispiel War Reparations für mich von Sardinien Piemont. Du kommst ja. Oder? Ach, nein, warte mal, du greifst an dort. Du bist ja der Ur. Du bist ja das Urangriffsmonster, sehe ich gerade. Aber ich habe ja auch deswegen mehr die besseren Truppen gegeben. Gut. Ich hoffe, wir fahren über Sardinien Piemont drüben. Ich hoffe, die sind nicht uns. Das könnte sein. Oh, und eine Wahl haben wir auch. Perfekt. Oh, warte mal. Ha, sind wir aufgegeben. To Sicily's ended rivalry? Mit wem? Okay, mit uns. Sicily backs down. Nicht gut, finde ich. So soll das sein. Wollte ich meinen Krieg führen. Ja, aber wirtschaftlich war das natürlich ein Schatz, weil jetzt bist du nicht mehr in meinem Markt. Idioten. So. Which goes to show, wir brauchen mehr Munitionsfabriken. Wenn das jetzt immer so ist, ist es nett. Wieso haben die zu wenig Ding? Stimmt ja gar nicht. So sind die so komisch dargestellt. Ah, sie haben zu wenig Infrastruktur. Ich war. Aber da brauchen wir eh schon eine Railway Pass. Alles gut, nichts ist passiert. Habt gut gemacht. Ihr habt eure Beziehung zu mir zerstört. Ihr habt eure Märkte in Unordnung gebracht. Wofür? Dafür, dass ihr jetzt an die Toskana Geld zahlen müsst. Gott, Toskana, möchtest du jetzt mein Protektorat werden eigentlich? Nachdem ich dich jetzt protected habe? Natürlich nicht. Du denkst, wieso solltest du ein Protektorat werden? Du wirst ja eh protected von mir.
ich mag euch. Bayern, möchtest du in meine Customs Union dafür jetzt? Yes. Perfekt. Was haben wir? Aus Essen, Universitäten. Na gut, die Universitäten bringen mir jetzt nicht viel aus. Meinem Papier bleiben. Was ist das? Tools, noch mehr Universitäten, aber Papier produziert ja keines. Da produziert sie Papier, aber kriegen wir das auch? Also das ist ja auf der anderen Seite. Und Baden könnte, da bin ich mir ziemlich sicher. Kaffee-Union. Minus. Das könnte aber noch werden, ja. Sehr gut. Was ist mit dem Papst? Du in unserer Customs Union eigentlich? Nö. Warum nicht? Wir sind viel besser als die anderen. Österreich ist in dem Spiel nicht die EU oder sowas in die Richtung. Ah, die Preußen haben es geschafft. Oh nein, doch. Die Preußen haben es geschafft dadurch, dass sie die anderen deutschen Staaten so vergrätzt haben, dass ihr eigener Markt nicht, sie ihren eigenen Markt nicht mehr erreichen. Finde ich gut. Gut soll er auch nicht. Hey, das ist aber cool. Wieder über 90% für die Christlich-Sozialen. Wir wissen einfach, wie Wahlen funktionieren. Und ihr bleibt natürlich an der Macht. Nichts zu verändern ist genau die beste Veränderung. Die Intellektuellen dürfen weiter jammern und ihr seid cool. Alles gut. Könnte Ferdinand von Habsburg bitte langsam sterben oder weggehen oder so machen? Wir könnten sogar zum General machen. Heißt das, er würde dann schneller versterben? Das weiß ich gar nicht. Und auf Schnelligkeit. Was haben wir da alles? Höhö. Okay, finde ich gut. Noch nicht gebaut. Ah, okay, aber bald. Passt. Alles gut. Kannst du bitte weggehen? Mir ist das wurscht. Ich will das eh nicht machen. Oh, was ist das? Sand? Nein. Marokko möchte gerne seine Unabhängigkeit. Und die Osmanen würden das unterstützen. Wir nicht. Ist uns egal. Sagen wir mal so. Wir deklären Neutrality jetzt schon mal sicherheitshalber, dass uns keiner versucht, irgendwas anzubieten, was wir nicht annehmen wollen. Obwohl, wäre vielleicht ganz interessant gewesen, den Briten zu zeigen, dass wir an ihnen interessiert sind. Vielleicht hätten die Briten dann ein Angebot gemacht, was erobern von den Osmanen, zum Beispiel Bosnien. Hm?
Das wär's doch gewesen. Ja, ich hoffe, ihr müsst jetzt viele Zölle zahlen, wenn ihr aus meinem Markt importiert. Scheuerte Sizilianer. Faith knows no border. Okay. Macht die Katholiken stärker oder die Intellektuellen? Naja. Nona. Due a promotion. The Austrian. Nein, wir werden den Radetzky nicht. Andererseits bin ich noch mehr verkretzt. Ja, ist okay. Oh, wir haben 450. Gut. Schauen wir mal, ob sich da ein Stub ausgeht. Verdammt. Das machen wir doch glatt. Railway, Railway, Railway. Passt. Mehr Administration. Mehr Administration bedeutet aber auch, dass wir mehr Papier brauchen, oder? Papier geht gerade noch, der Preis. Der. Oh, unser Fischpreis ist hoch, Gott. Wir importieren Fisch, was? Kann ja wohl nicht so schwer sein. Außer Russland. Und von den Osmanen, das ist auch eine gute Idee. Wir haben keine Konvois mehr. Oder praktisch keine mehr. Und vom Papst. Wobei, Papst, was sagst du eigentlich? Was hältst du eigentlich davon, wenn du in die Customs Union kommst? Plus 30. So wenig hältst du davon? Nein. Aber es sollte den Fischpreis wieder runtergedrückt haben, oder? Ja. Ist noch immer relativ hoch. Gut, dann wissen wir wenigstens, was wir hier machen werden. Wir machen Fishing Wharfs. Also die Kent Industry, gell? Da brauchen wir mehr Fisch. So, und Schwefel. Plus 115. Sollte eigentlich reichen, damit wir wieder mal neu. Oh, wir können aus einem Interest deklären, sehe ich gerade. Wieso das? Ah, warte mal, dann sollten wir da Interest deklären, weil wir wollen ja das Ding erobern, gell? Das können wir nicht, wenn wir keinen Interest dort haben. Ich. Improve Relations. Mit wem könnten wir? Dänemark, Sardinien. Mit Sardinien, Piemont machen. Dänemark klingt aber. Actually ganz okay. Ist das jetzt schon integriert eigentlich? Ah, wir verlieren zu wenig Bürokratie. Aber Schlesien. Was hältst du davon, wenn du mehr von denen kriegst? Und Transnistrien baut schon. Und Venedig kriegt auch. So, außerdem, was haltet ihr davon, wenn wir Papier kaufen wieder? Finde ich. Von Sachsen. Wäre natürlich gut, wenn wir gescheite Trade Routes hätten. Nicht nur so Mietkriege. Und von der Schweiz.
Ja, ich weiß, dass es neu ist. Unproductive Trade Route. Okay. Off. Expensive Trade Routes. Convoys. Ugh. Military Goods. Okay. Ist das mit den Convoys? Nein, nein, nein. Was haben wir schon? Bauen wir noch einmal Ports. Wenn wir mehr Konvois haben. Und ich fürchte, wir müssen dann auch Shipyards natürlich bauen. Sowieso. Wir brauchen auch mehr Militärschiffe, wenn wir das auf 20 erhöhen da. Und das tun wir ja gerade. Oh, warte mal. Was ist da los? Ach Gott. Schwarzburg. Supported von Russland und Sachsen-Meiningen. Also wir sind auf jeden Fall auf der Seite. Und Russland ist da schon drinnen. Was haben die Krieg dafür? Einfach nichts. Wir könnten natürlich auch reingehen. Aber wir warten. Vielleicht bietet uns Schwarzburg was an. Ah doch. So ein East Prussian Port. Klingt Burg erneut. Finde ich gut. Lernt ihr nichts dazu? Irgendeiner kommt immer, geht immer gegen euch los. Komm schon, Schwarzburg, biet mir was an. Sag einfach, Preußen soll irgendwie was ab. Logistics unlocked. 20% conscripted Italians. Ich will aber eh nicht zurück. Leads to triage. Enlistment und Elect. Ja, okay, soll sein. Ah, wir sollen den Export Value erhöhen. Also der Preis für die Engines soll um 50% über dem Base Price sein. Warum sollte ich das machen, Spiel? Sagst du mir das? Jetzt verstehe ich das erst. Immerhin plus 21%. Wir könnten noch mehr exportieren. Und dann wird der Preis automatisch höher. Okay, na gut. Offensichtlich wollen die uns nichts anbieten. Aber um ehrlich zu sein, ich will trotzdem rein, weil ich will nicht, dass Russland den Treaty Port. Und wenn ich reingehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich zurückzieht.
zurückzieht. So, du gehst. Komm schon, Freund und Zwetschgenröster. Ich weiß, dass du nicht Krieg führen willst. Okay, teiligst hier aus. Sag ich mal. Na, du kannst ruhig angreifen. Du bist der gute Angreifer. Wir haben hier nur. Wie unerwartet. Na Gott, dann mobilisiere ich euch auch noch. Watch Else. Du bist meticulous, expert defensive. Gehst mal in die Verteidigung hier. Du. Du bist eher ein Angreifer, du gehst in den Angriff. Sachsen-Meiningen, sind die eigentlich für den Krieg? Haben die in dem Krieg auch was zu verlieren? Ja, sie sollen auch gekonkert werden, okay, soll sein. Das sind aber nur 14 bei Sachsen-Meiningen, das wird schon auch irgendwie gehen. Na okay, gut, so wird der Krieg auf jeden Fall nicht werden. So schon eher. Seht ihr so das? Aber warum verteidigen sie nicht an meiner Grenze, die Babbler? Warum sind sie so unfähig in diesem Spiel? Ganz offensichtlich. Bei den Russen verteidigen sie sogar noch weniger. Yes, ich weiß es ja. Radetzky, du bist der Beste. Du bist der Beste. Nix damit, Leute, die bei uns einfallen. Kriegen alle einen auf den Deckel. Wir müssen es nur schaffen, dass Preußen schneller auf minus 100 ist als die beiden. Warte mal, du willst du wirklich angreifen? Da ist der Angriff eigentlich auch ganz gut. War gut, dass wir unsere Truppen verbessert haben. Stärker als die Preußen. Das, im letzten Krieg war das noch nicht so. Gut, schau dir was an. Wir haben Nitroglycerin. Na gut, was machen wir als nächstes? Machen wir wieder was Soziales? Realismus vielleicht. Einfach weil ich es gut finde, wenn unser Prestige hoch ist. Und das von den dummen Preußen niedrig. Sag mal, Russen, macht's eigentlich auch irgendwas? Da ist eh keiner, der was gegen euch macht. Jetzt kriegen die dann auch noch einen Treaty Port. Das ist absolut irre. Hey, Schwarz, kurz Sachen erobert, finde ich gut.
Genau, das heißt, die sind jetzt geschützt, weil können nicht so bald angegriffen werden. Und in der Verteidigung sind wir immer stärker. Und selbst da sind wir im Angriff stärker. Ach Gott. So peinlich. Weißt du, ihr seid so peinlich. Wieso lässt Russland eigentlich Mietkrieg führen? Okay, weil ich will, dass die Preußen eine auf den Deckel kriegen, deswegen. Und die Russen wollen einfach nur Opportunisten sein in dem Fall. Wir brauchen die Franzosen gar nicht mehr im Krieg gegen die Preußen. Schaut gut aus. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Preußen voll mobilisiert haben, aber... Es geht auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall gut, dass wir verhindern, dass wir die zwei Sachen erobern, weil sonst kriegen sie möglicherweise irgendwie wieder Zugang zu ihrem Markt. Das will doch keiner, oder? Niemand will das. Sehr gut. Preußen bricht zusammen, bevor noch irgendwie... Ich glaube, die da drüben können sie nicht mobilisieren, also können sie zumindest nicht im Krieg einsetzen. Das ist absolut großartig, dass das passiert ist, dass sie da ihren Zugang zu Westpreußen verloren haben. Okay, was ist mit dir? Wieso bist du plötzlich nicht mehr an der Front? Und warum bist du nicht mehr an der Front? Naja, und du musst mich da angreifen, weiter, damit da irgendwas weitergeht. Okay, ja, die angreifen lassen, sondern du hast gleich noch. Und bist ein Idioten-General. Du wirst heute verlieren. Ja, okay, aber dieser Krieg ist gewonnen, will ich mal fast sagen. Weil die beiden sind nicht erobert worden. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, die Hauptstadt von den Wapplern. Ja, hauptsächlich ich habe für die Russen den Krieg gewonnen. In Wirklichkeit wollte ich aussteigen aus dem Krieg einfach jetzt. So, okay, ich glaube aber, ich höre auf für heute. Das nächste Mal machen wir mit dem Krieg fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss euch.